Bereit? Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Uppercat. Ja, da schaut der kleine Pork nicht schlecht aus der Wäsche, denn heute werden ein paar mehr Teile verbaut, als in ihm drin stecken. Er hatte ja um die 800. Heute bauen wir 1106 Teile zusammen und zwar zu einem wunderschönen BB-8 mit Funktionen. Ja, kein offizielles UCS-Modell, glaube ich, aber dennoch alles dabei, was so ein UCS-Modell eigentlich haben muss. Und das heißt, wir haben hier eine Platte dabei mit Spezifikationen drauf und einen Ständer, wo dann unser BB-8 hier drauf kommt. Und wir sehen hier schon so ein paar Funktionen. Hier kann eine Klappe aufgehen, da kommt was raus, da kommt der Schweißbrenner raus. Ihr wisst doch aus der Szene, wo er den Daumen hoch gezeigt hat, habe ich euch eben schon gezeigt, glaube ich. Und ja, der Kopf kann sich ein bisschen bewegen und da kann sich ein bisschen was drehen. Also ich bin sehr gespannt darauf. Das Set hier kostet original bei Lego 99,99. Ja, wer die bezahlt, ist selber schuld. Das gibt es überall schon wesentlich günstiger. Ich verlinke euch das Set auch hier unten bei Amazon. Da kostet es um die 70 Euro. Ich habe hier, ich will euch nicht die Nase lang machen, aber einen Superschnapper gemacht. 50 Euro habe ich hierfür bezahlt. Ja, sehr schön. Und dann packen wir das Set direkt mal aus. Ist schon eine Weile her, dass ich ein Original-Lego-Set gebaut habe. Und ich brauche, ja, eine Schere. Ja. Und für mich heißt das dann ganz speziell, das wird ein sehr entspanntes Bauen, denn wir haben hier nummerierte Tütchen, wir haben Bauschrittnummerierungen. All das gibt es ja bei vielen anderen Klemmbausteinherstellern nicht, die ich jetzt in der letzten Zeit gebaut habe. Mein letztes Set war von Kasi, ein Panzer, und da war gar nichts nummeriert. So, schauen wir mal rein. Einmal unsere Tüten. Die Verpackung kommt mal hier hinten an die Seite ran. Da haben wir einmal unsere kleine Anleitung, da schauen wir gleich nochmal rein. Und ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nummerierte Tütchen. Sehr schön, das wird easy bauen. Und dann schauen wir jetzt mal hier in die Anleitung. So, da hätten wir sie. Sie war sinnfreierweise noch eingeschweißt. Hier haben wir nachher den Aufkleber für die Plakette. Und da steht BB-Unit, Astromechtroid, ja, er gehört zum Widerstand. Navigation und Reparaturen sind seine Aufgabenbereiche. 67 cm ist er hoch, er hat einen holographischen Projektor, er hat ein Schweißgerät und ja, noch ein Schweißgerät irgendwie. Was ist ein Arc Welder? Ah, das ist ein Bogenschweißgerät und das andere ist so ein reguläres. Sehr schön. Und seine Primärsensorfarbe ist rot. Ja, sehr interessant. Legen wir mal zur Seite. Da haben wir die Anleitung. Ihr seht, das ist so ein kleines, recht dickes Büchlein. Dafür von der Allgemeinform relativ ja, klein. Hier Leim gebunden an der Seite. Auf der Rückseite ja nur ein bisschen Werbung. Und dann schauen wir hier mal rein. Wir bekommen natürlich erstmal gezeigt, ja, wie funktioniert denn das hier mit dem Teiletrenner. Können wir hier sogar noch uns ein Video angucken, wie das geht. Und dann geht es hier auch schon los. Wir sehen die einzelnen Abschnitte der einzelnen Tüten, wie dann gebaut wird. Und ja, was soll ich hier groß erzählen? Lego-typisch. Ja, da werden hier 1 bis 5 Teile verbaut pro Abschnitt und das ist dann sehr, sehr ja, kindgerecht einfaches Bauen. Da wird es also keine Probleme geben. Schauen wir noch kurz, wie viele Seiten wir insgesamt hier haben. Ganz hinten eine komplette Teileliste, was alles hier im Set mit drin steckt. Dann nochmal ein bisschen Werbung, andere Star Wars Sets, noch mehr Werbung über Star Wars Sets und dann hätten wir... Ja, 161 Seiten. Sehr schön. Und dann legen wir direkt mal los mit ganz entspannt der Tüte Nummer 1. Nach entspannten 26 Seiten ist Bauabschnitt Nummer 1 oder Tüte Nummer 1 auch schon fertig. Hier vorne steht das Ergebnis und ich war sogar so tiefenentspannt, Freunde. Ich habe improvisiert und ja, ein bisschen anders gebaut, aber nicht wirklich tragisch. Nur hier von den Farben habe ich ein bisschen was grau und weiß mal gemischt. Das sieht man später nicht. Ja, da war ich wohl ein bisschen tiefenentspannt. Schauen wir mal drüber, was wir genau gebaut haben. Das hier sind die Teilchen, die übergeblieben sind. Ein paar Kleinteile für die Ersatzteilkiste und ja, zu den Teilen oder an Qualität der Teile muss ich nichts sagen. Geht alles ganz wunderbar, lässt sich schön zusammenstecken, alle Teile schön, gut. So wie man das von Lego auch für den Premiumpreis, den sie ja oft verlangen, ja, erwarten kann. So, also das Teil hier haben wir jetzt gebaut. Das ist ja irgendeine von den Seiten hier. Und ihr seht, da sind auch schon so ein paar Liftarme mit eingebaut, denn so ein bisschen Technik kommt ja hier später mit rein. Und natürlich Lego-typisch.
Ja, schaut es euch an. Sie haben mal wieder alles Mögliche an Farben reingehauen hier. Grau, beige, blau, grün, orange, gelb, rot. Damit auch der Letzte ja, noch sieht, was wohin gesteckt wird. Ich habe das Wort jetzt mal nicht erwähnt. Und auch, was ich interessant finde, Sie haben hier die Techniksteine und dann diese blauen Technikstifte, wo dann nachher nur eine Noppe draus wird, wenn man die einsteckt. Die haben Sie hier bei den ganzen Steinen verwendet. Es gibt ja extra schon diese Steine, wo vorne die zwei Noppen sind. Ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die wollten einfach die Teileanzahl hochbringen. Denn das waren hier schon mal 2, 4, 6, 8, 16, 24, 32 extra Teile. Dadurch, dass sie hier alles mit diesen kleinen Noppenstiften gebaut haben. Aber ich will ja hier nichts Böses sagen. Ansonsten, ihr seht, das sind zwei Teile, die separat gebaut wurden. Ganz kurz will ich euch das zeigen. Und zwar haben wir einmal, das hier ist der Bau der oberen Platte gewesen. Na. Man muss hier schon viel blättern, wenn nicht viel passiert. Also das war das erste Teilchen, das war so das Grundgerüst. Und dann kam dann als zweites noch hier die Platte. Die wurde dann einfach hier drauf gesetzt. Hier von der Farbe, schaut mal her, der kleine Pork. Ja, da sind genau die gleichen Farben verbaut. Das Weiß, das Orange, das kam mir alles schon sehr, sehr bekannt vor. Also gleiche Farbpalette wie beim Pork auch schon. Der ist übrigens auch ganz süß. Habe ich euch schon gezeigt, das Video verlinke ich euch. Schöne Sache. So, und dann machen wir weiter mit Tüte Nummer 2. Und da sehen wir schon auf den ersten Blick, jetzt kommt hier das Technik-Innenleben. Zahnräder, Zahnstange, Achsen, Liftarme. Ei, wunderbar. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Kein Häufchen Elend, ein Häufchen Steinchen. Ja, die sind übrig geblieben. Und so sieht jetzt hier unser Ergebnis aus von Bauabschnitt Nummer 2. Technik, Technik, Technikteilchen. Und das kommt dann hier an unser Teil, das wir im ersten Bauabschnitt gebaut haben, gleich nochmal dran. Das machen wir hier zusammen. Aber zuerst wollte ich euch nochmal kurz hier einen Einblick gewähren, bevor hier alles ja quasi zugebaut wird. Also ich kann hier einmal drehen, dann wird hier unten diese Zahnstange dann bewegt. Kann man hier auch nochmal schön sehen. Ja, das läuft dann hier über die Zahnräder rüber und dann wird hier seine ja, Schweißerflamme dann später so ausgefahren. Also so wird sie reingefahren, klappt rein und so wird sie dann später rausgefahren. Da haben wir schon mal diese eine Funktion hier drin. Dann haben wir hier noch eine zweite Funktion. Da bin ich noch eben am Schauen. Wenn ich da drehe, dann seht ihr, dann wird hier das Zahnrad dreht dann hier unten das kleine Zahnrad und gleichzeitig das große, das dann nochmal hierauf umgeleitet wird. Ja, was das für eine Funktion wird, das werden wir noch sehen und das ist im Moment auch noch ein bisschen ja, schwergängig. Ich muss mal schauen, dass ich das vielleicht noch ein bisschen leichter hinbekomme, sonst wird das schwierig mit dem Drehen. Aber egal, ich stelle mal die Kamera eben hier hin und wir bauen das ganze Gerüst hier mal jetzt ein. Mal schauen, ob ich das hier so hinbekomme. So, wir müssten das dann so rumdrehen. Ja, das müsste dann hier einfach so einmal eingesetzt werden. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wir müssen es befestigen, befestigen, befestigen. Ah ja, das wird einmal hier mit diesen roten Pinnen hier durchgesteckt. Na, so, einer sitzt. Und da müsste der zweite doch auch passen. Jawohl, so, da haben wir es einmal befestigt und war es das schon? Nur an den zwei Stellen wird das festgemacht. Kann das denn sein? Ja, lass mal kurz schauen. Ja, sieht aber so aus hier. Nur die beiden werden reingesteckt und dann haben wir hier unser Konstrukt fertig. Abschnitt 1, Abschnitt Nummer 2 und, nee, falsche Seite, da kommt unsere Schweißerflamme dann raus. Ja, sehr schön, Leute. Sehr einfaches und meditatives Bauen haben wir hier. Und von daher mache ich jetzt mal ganz entspannt und gechillt weiter. Aber wir können mal kurz gucken hier, größenvergleichsmäßig. Ja, also der wird, glaube ich, im Nachhinein nicht wirklich höher werden, wie hier der kleine Pork. Also, ja, überschaubar. Er wird überschaubar werden. Hier die Teilchen mache ich mal noch rüber zu den anderen Ersatzteilen. Und wir sind übrigens hier auf Seite 47 schon. Also, wenn hier in einem Bauabschnitt ein Teil verbaut wird, dann ja, muss man oft umblättern. Und ja, dann gehen die Seitenzahlen schnell runter. So, da haben wir Tüte Nummer 3. Ihr seht schon, da ist keine Technik mehr drin, aber wir werden nochmal irgendeine Seite fertig bauen. Und das mache ich dann mal.
Das ging schnell. Tüte 3 ist schon Geschichte. Hier liegt schon der Deckel, der hier nachher oben drauf kommt. Also eine Seite von BB-8. Das ist ja Standard bauen. Also davon werde ich wohl noch zwei Stück bauen. Das ist immer das Gleiche. 1, 2, 3, 4 Teile verbinden. Ein paar Platten drüber setzen und fertig ist das Ganze. Und was wir noch gemacht haben, ja, wir haben hier drin ein Verhüterli gebaut. Beziehungsweise auch schon hier das Teil aufgesetzt und befestigt und dann hier ja ein Gummi drüber gezogen. Also wir haben hier diese ja, Kupplungsstücke, würde ich die mal nennen. Und da kommt dann hier dieses Gummi drum, das hier übrigens so verpackt war. Ich habe mich da schon gewundert, was da wohl sein oder drin sein könnte. Jetzt wissen wir es, es war ein Gummi. Und ja, was der jetzt genau für eine Funktion hier hat, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Auf jeden Fall erhält hier das Mittelteil ein bisschen ja, in der Mitte. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Ich setze jetzt hier nochmal live das Plattenteil hier oben drauf. Mal kurz überlegen, ob das eine Rolle spielt, wie rum. Und ja, so rum. Ne, so rum ist es drauf. So, und das wird dann einfach nur hier einmal aufgesetzt, in die Noppen reingedrückt. So und so. Und hier nochmal ein bisschen festdrücken. Und dann haben wir hier ja schon eine ganze Portion, also 2 von 4 Seiten sind fertig. So sieht das Ganze hier aus, wenn man da mal rumguckt. Interessant, oder? Ja, doch, sieht ganz interessant aus und oh, hier ist schon wieder was rausgerollt. So, nochmal der kurze Größenvergleich. Ja, ich stelle mal einen Hochkant, dann seht ihr, wie groß der Kollege hier geworden ist. Und wir machen dann auch direkt weiter auf Seite 70. Mit Tüte Nummer 4. Und da sieht man schon, da ist wieder ein Seitenteil, was hier hauptsächlich wohl angebaut wird. Da wird er langsam kugelrund, unser BB-8. Das war dann Bauabschnitt Nummer 4. Ganz zu Ende gebaut habe ich ihn noch nicht. Wir haben unter anderem dann hier zweimal diese Seitenplatten gebaut. Und ja, wieder sehr farbenfroh. Und dann nochmal hier so eine kleine Platte, die hier noch später drauf kommt, beziehungsweise das wird auch der, ja, der Hebel sein, wo man dann die Funktion mit ausführen kann. An der einen Seite habe ich das hier schon mal angebaut. Da könnt ihr jetzt sehen, Moment, ich muss mal die Hand wechseln. Wenn ich jetzt hier dran drehe, dann kommt hier ja, der Schweißbrenner raus und dann kann ich den wieder so zurückdrehen. Ja, funktioniert gut, sehr leichtgängig und das Gleiche kommt dann jetzt oder so ähnlich kommt das nochmal hier auf die Seite und da muss ich jetzt einmal kurz schauen, das muss dann ja so rum hier angebracht werden, das wird einfach nur hier auf die blauen Noppen aufgesteckt. Ja, die Achse, die wird hier einmal durchgeführt und dann kommt auf die Achse im Endeffekt noch das Teil hier, wo man dann dran drehen kann. So, und das mache ich mal eben flott, ihr könnt gerne zuschauen. Also einmal schauen, dass ich hier die Achse durchbekomme. Na. Da haben wir sie. Dann die Noppen einmal hier schön andrücken. Sehr schön, also rund ist er. Ne? Also er ist schon hier jetzt recht rund geworden. Und jetzt muss ich noch mal kurz schauen, dass ich das richtig rum... Ja genau, so rum kommt dann noch hier der Griffbereich dran. Und so. Wunderbar. Und dann kann ich den auch hier drehen. Und ja, jetzt erahne ich doch auch schon, was das für eine Funktion sein wird. Ich glaube, das ist dann hier später, dass der Kopf ein bisschen hin und her wackelt. Ja, genau. Schaut mal hier oben rein, wenn ich dran drehe. Ich hoffe, man kann das sehen. Seht ihr dort in dem Loch, da dreht sich dann auch was, wo dann später wahrscheinlich der Kopf mit einer Achse drauf kommt und dann wackelt der ein bisschen und dreht sich dann gleichzeitig. So, dann wäre das Geheimnis auch gelöst, wofür das Gummiverhüterli hier vorhin gedacht war. Übrigens, ich hatte hier einen überflüssigen Stein, das war der hier, also ab zu den anderen. So, nochmal hier für die Größe, soweit haben wir es jetzt gepackt und jetzt kommt dann noch Tüte Nummer 5 und dann ist nur noch Tüte Nummer 6 übrig und dann sind wir auch schon fertig. Das geht wirklich sehr, sehr schnell, denn Lego hat hier ja die Teileanzahl ein bisschen künstlich hochgetrieben, glaube ich, durch die ganzen Noppen. Die kommen auf alle 4 Seiten. Dann haben sie direkt schon mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mal 4. Ja, glaube ich, 64 extra Steinchen oder Teile, die ja im Endeffekt nicht viel ausmachen, damit reingebracht. Aber ist egal, es macht trotzdem Spaß, lässt sich gut bauen, sehr entspannt. Und jetzt geht's weiter mit Tüte Nummer 5.
Klappe zu, Droide fertig. Naja, noch nicht ganz, aber ihr seht schon, hier, ja, da fehlt nicht mehr viel. Ich habe nur noch eine Seite offen, dann ist die ganze Technik hier versteckt und eben habe ich noch die Seite hier angebracht. Ja, da gibt es nichts zu berichten, keine Funktion, einfach nur, um das Ganze hier zuzuschließen. Und er ist schon eine richtig schöne Kugel jetzt, wenn ich den mal so in die Hand nehme. Und die andere Seite, die ist aber ein klein wenig interessanter, die zeige ich euch. Hier sind übrigens die Teile, die jetzt übrig geblieben sind, kommen hier zu den anderen. Und dann haben wir hier noch die letzte Klappe oder die letzte Seitenverkleidung, die drauf kommt. Und ihr seht, wir haben hier einen kleinen Technikstift. Der ist hier innen drin an so einem Gelenk, damit er sich bewegen kann. Und dort wird dann nachher gleich noch hier diese kleine Außenklappe dran befestigt. Die kommt hier an das Gelenk, damit die Klappe dann aufgehen kann. Das heißt, lasst mich kurz schauen. Ich glaube so rum. Und dann kann die Klappe hier so zur Seite hin aufschwenken, damit dann hier unser kleiner Schweißarm auch rauskommen kann. Den hier, den haben wir ja vorhin schon gebaut und ich bringe das Ganze jetzt mal eben schnell hier noch an. Und ist immer ganz standardmäßig erstmal hier auf die Noppen aufstecken, darauf achten, dass hier der rote Pin auf der linken Seite ist. Und dann stecken wir das mal hier drauf. Das funktioniert echt gut. Und der Kollege hier, der ist auch sehr stabil geworden. Das heißt, wenn der mal komplett fertig ist, kann man den also ganz hervorragend in die Hand nehmen. Und da passiert echt mal gar nichts dabei. So, wie rum stecke ich das denn jetzt hier drauf? Ich glaube, so rum. Genau. Und dann kann ich hier die Klappe schließen. Und wo ist er denn? Wups, dann kann hier unser kleiner Schweißarm rauskommen. Sehr schön. Leider geht die Klappe nicht mehr automatisch zu. Okay, schauen wir uns nachher, wenn er fertig ist, nochmal dann im Detail an. Und viel fehlt ja nicht mehr. Ich habe hier nur noch die Tüte Nummer 6. Das ist schon der letzte Bauabschnitt. Da kommt dann noch der Kopf dazu und der Standfuß. Und irgendwo steckt da noch der kleine Mini BB-8 drin. Das ist hier unten der Kollege. Und dann ist er schon fertig. Schade. Also schön, aber schade. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn die Dinger so schnell fertig werden. So sieht er von unten aus. Das ist seine Standfläche. Und jetzt haben wir hier eine schöne Kugel. Ja, eine schöne Kugel gebaut. Aber da wird jetzt noch ein Astromech-Droide draus oder ein Astromech-Droide. Hier nochmal die Größe, wie üblich. Ja, dann kommt hier noch der Kopf drauf. Und dann, ja, ich würde sagen, die werden genau gleich groß, die Kollegen. Aber ich vergleiche den auch später nochmal mit dem R2D2 UCS-Modell. Das ist ein ganz fantastischer Droide. Da gebe ich euch auch nochmal den Größenvergleich. Aber vor dem Vergleichen, ja, kommt hier noch der letzte Bauabschnitt. Tja, da sind wir so gut wie fertig. Da ist der Ständer, da ist der Kopf, da ist der Körper, da sind die übrig gebliebenen Teile und da war der Aufkleber drauf. Und wo fangen wir an? Wir fangen mal bei dem Kopf an. So sieht unser BB-8-Kopf aus. Vorne das große Auge, hier noch ein kleines Sensorteilchen. Und der ist ganz interessant gebaut. Ihr seht hier mit ein paar Transparentsteinen reingebaut. Da sind ganz interessante Techniken angewandt worden, damit man eben überall hier einigermaßen diese Rundung hinbekommt. Der ist natürlich trotzdem, ihr seht es hier, ziemlich eckig geraten. Aber boah, ist in Ordnung. Teilemäßig geht hier schon einiges rein an Kleinteilen. Auch hier, das sind 1x1er, die hier übereinander gesteckt wurden und wurden dann hier auf so eine Noppe dann schräg hier drüber gesteckt. Also da waren sie schon ein klein bisschen kreativ. Hier nochmal ein kleines Transparentteilchen drin. Unten drunter hat er die Technikachse, denn das wird, wie ich vermutet habe, gleich hier reingesteckt, damit sich das Ganze noch bewegt. Dann haben wir hier noch die Antennen oben drauf. Ja, also netter Kopf. Ein ganz netter Kopf und den werde ich jetzt hier mal anbringen mit euch zusammen. Und dazu nehmen wir ihn und stecken den hier in den mittleren Bereich einfach mal rein. Ein bisschen drehen, dass er sitzt und er sitzt nicht nur, er wobbelt auch wunderbar rum. Und jetzt seht ihr, ja, ist doch ein richtig schöner Effekt hier mit dem Gummiband. Wenn ich jetzt hier drehe, dreht sich der Kopf. Und gleichzeitig, wenn man es ein bisschen schnell macht, dann wackelt der auch so schön nach vorne und hinten. Doch, gefällt mir echt gut. Das wirkt wunderbar lebendig. Sehr schön, sehr schön. Oder was meinst du? Ja, also das haben wir dort einmal. Dann natürlich hier unsere Funktion. Wenn ich hier nochmal drehe, geht die Klappe auf
und der Schweißbrenner kommt raus. Eine sehr schöne Szene aus dem Film, wo er den Daumen hoch gezeigt hat. Kleiner Lacher. Sehr schön. Also nochmal hier drehen. Zack, geht auf. Schweißbrenner kommt raus. Nochmal hier zurückdrehen. Schweißbrenner geht rein. Aber ja, die Klappe, die muss man manuell schließen. Und ja, mehr Funktionen hat er ja nun nicht. Aber es ist ja kein Technikmodell. Und ich finde, für so eine kleine Knutschkugel hier ist das schon sehr, sehr schön geraten. So, schauen wir uns kurz hier den Standfuß an. Da haben wir einmal den kleinen BB-8 als Minifigur hier vorne drauf. Hier ist die Aufnahme, wo die Kugel reingestellt wird, alles mit Fliesen verkleidet, finde ich sehr schön. Dann unsere Standplatte mit den Infos, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Natürlich ist auch die wieder hier ein bisschen in der Neigung verstellbar. So, nicht besonders viel. Einmal so und einmal kann man es dann hier in die Schräge reinstellen. Und dann stellen wir unseren BB-8 einfach mal da rein. Ach, eine schöne Kugel ist er geworden, oder? Schaut es euch an. Den könnt ihr überall anpacken. Der ist schön solide geraten. Und ich stelle ihn jetzt mal so hier rein. Sehr schön, der steht echt gut. Und schaut es euch an, Freunde. Ist das jetzt ein UCS-Modell oder nicht? Also, so wie er da steht, würde ich sagen, ja, absolut. Von Lego selbst ist er ja keins, aber... ist ja scheißegal, mal auf gut Deutsch gesagt. Ich stelle mal hier den Kollegen noch dazu. So sieht der Porg dann daneben aus und ihr seht, er ist mit Antenne ja ein klein bisschen höher wie der Porg, aber ohne Antenne geben die sich nicht viel. Also sehr, sehr ähnlich und ich gehe jetzt mal noch schnell den R2-D2 dazu nehmen. Und da stehen sie, unsere drei Star Wars Kollegen, und ihr seht schon, der R2-D2, ein echtes UCS-Modell, wobei das hier kein Original-Lego-Modell ist, sondern der ist von Lepin, also der Nachbau. Trotzdem ein super Set mit LED-Beleuchtung, habe ich den sogar versehen. Ich habe das Video, ich verlinke es euch, ist alles in meiner Playlist drin, der sieht mit LED-Beleuchtung richtig cool aus. Auch für ihn hier gibt es LED-Beleuchtung, aber ich finde... die sieht nach nichts aus. Also die passt hier einfach nicht so richtig rein, denn da ist nicht so viel zum Beleuchten. Aber beim R2-D2 sieht das echt cool aus. Der konnte ja auch hier seinen Kopf drehen und ist natürlich eine ganze Ecke größer. Der hat etwa doppelt so viele Teile wie der BB-8. Aber so vom Größenvergleich her, der ist ja auch ein bisschen kleiner, der BB-8. Und die kann man so richtig schön nebeneinander stellen. Also ich muss sagen, mir gefällt er echt gut. Macht einen schönen Eindruck hier, der BB-8. Der Bau hat Spaß gemacht. Der war auch so kindereinfach gewesen. Also da gab es keine Probleme. Sehr, sehr entspannter Bau. Den habe ich am Stück jetzt hier einfach mal durchgebaut an einem schönen Samstagnachmittag. Ja, wieso nicht? Kann man machen, Freunde. Ich verlinke euch das Set hier unten in der Videobeschreibung. Der kostet um die 70 Euro bei Amazon. Dafür kann man hier zuschlagen. 100 Euro UVP, würde ich sagen, das ist einfach etwas zu teuer. So, das wäre es gewesen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, genauso wie ich hier beim Bauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!